he says in the film, he goes, ah, why the ear? You know, it's... Dude, that was real. Yes, that was real. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir euch unsere Top 10 der ikonischsten Filmmomente, die aus Versehen passiert sind. You're gonna need a bigger boat. In dieser Liste suchen wir nach unbeabsichtigten Sätzen und Handlungen in Filmszenen, die später legendär wurden. Wenn wir eure Lieblingsbegebenheit aus dem Stegreif verpasst haben, dann hinterlasst eure Auswahl in den Kommentaren unten. Nummer 10. Cher kann Haitianer nicht aussprechen. Cher, which one of them is your boyfriend? SF. Obwohl Cher materialistisch und ein bisschen weltfremd sein konnte, hat sie uns auch zum Lachen gebracht. Einer ihrer witzigsten Momente stand nicht unbedingt im Drehbuch. Während einer Debatte über die Einwanderungspolitik sprach Cher das Wort Haitianer als Haitians aus. So, okay. Like right now. For example, the Haitians need to come to America. Wie sich herausstellte, war die Aussprache nicht geplant. Alicia Silverstone hat diese Entscheidung ganz alleine getroffen. Anstatt die Szene neu zu drehen, fand Regisseurin Amy Heckerling, dass Chers Ausdrucksweise gut zur Persönlichkeit des Teenagers passt. Alicia Silverstones ahnungslose Aussprache in dieser lustigen Szene beizubehalten, war definitiv die richtige Entscheidung. And so, if the government could just get to the kitchen, rearrange some things, we could certainly party with the Haitians. Nummer 9. Pacino kommt zu Fall. Just call me Frank. Call me Mr. Slade. Call me Colonel, if you must. Just don't call me Sir. Während Al Pacino vor allem für seine Arbeit in der Pate-Trilogie und Scarface bekannt ist, brachte ihm seine erste Rolle als blinder Oberstlieutenant Frank Slade in Der Duft der Frauen von 1992 seinen ersten und einzigen Oscar ein. Der legendäre Schauspieler versuchte in seiner Rolle zu bleiben, indem er seine Augen nicht auf andere Objekte richten ließ. In der zweiten Hälfte des Films war Pacino so sehr darauf bedacht, sehbehindert zu sein, dass er versehentlich direkt in eine Mülltonne lief und in den Straßen von New York herumfiel. Obwohl sein Co-Star Chris O'Donnell Pacino schnell auf die Beine half, brachen die beiden nie aus ihrer Rolle aus. What is your stand-up? Die daraus resultierende Szene ist zu einer großartigen Demonstration des Engagements eines Schauspielers für eine Rolle geworden. I'm in the dark here! Do you understand? Nummer 8. Statisten stören Schofields Sprint. I have orders to stop this attack! What? Where is Colonel McKenzie? Speak further up the line! Das Geniale an Sam Mendes Kriegsepos ist, dass er lange Einstellungen nahtlos aneinander fügt, sodass es so aussieht, als würden die Kameras alles in Echtzeit einfangen. In der entscheidenden Szene muss Obergefreiter Schofield während einer Schlacht an einem Graben entlanglaufen, um eine Nachricht zu überbringen, die Leben retten könnte. What the hell are you doing, Lance Corporal? No, 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 no! Als Schofield auf sein Ziel zusteuerte, stieß er versehentlich mit zwei Statisten zusammen. Die Zusammenstöße warfen ihn um und brachten ihn von seinem vorgegebenen Weg ab. Aber da die Kamera weiterlief, stand Schofield jedes Mal wieder auf und setzte seinen Sprint fort. Seine Stürze trugen definitiv dazu bei, dass die Szene realistischer und verzweifelter wirkte. Dank Regisseur Sam Mendes, der Schofields Stürze im Film festgehalten hat, ist es äußerst befriedigend zu sehen, wie er wieder aufsteht und sein Ziel erreicht. Colonel McKenzie! This attack is not to go ahead. You have been ordered to stop. You have to stop. Nummer 7. Daniel Craigs ikonisches Strandfoto. I need you out of my sight. Go and stick your head in the sand somewhere and think about your future. Während einige Fans skeptisch waren, ob Craig die schwüle Seite der Persönlichkeit von 007 einfangen könnte, änderte sich alles mit einer zufälligen Strandszene. In einem ikonischen Moment in Casino Royale taucht Bond in einem blauen Badeanzug aus dem Wasser auf. Craigs durchtrainierter Körperbau und seine Devil-May-Care-Attitüde während seines nassen Spaziergangs machten ihm schnell zu einem internationalen Frauenschwarm. In einem Interview mit der ITV-Sendung The South Bank Show behauptete Craig, dass er eigentlich gar nicht aus dem Wasser auftauchen sollte. What about a drink in my place? Your place? Is it close? Very. Aber als er auf eine Sandbank traf, musste er stehen bleiben und zum Ufer laufen. Wir wetten, dass viele Fans froh waren, dass Craig auf dieses Hindernis traf. Why can't nice guys be more like you? Because then they'd be bad. Nummer 6. Viggo Mortensen bricht sich die Zehen. There's something strange at work here. Some evil gives speed to these creatures.
sets its will against us. Der Versuch, Schmerzen einem Film nachzustellen, kann schwierig sein. Aber wenn das Leiden echt ist, kann die Darstellung ein neues Niveau erreichen. Als Viggo Mortensens Aragorn zu einem brennenden Haufen Orks reitet, glaubt er, dass seine Freunde in der Schlacht umgekommen sind. Regisseur Peter Jackson wies Mortensen an, eine der Helme in Richtung Kamera zu treten, um seinen Kummer zu zeigen. Der große, qualvolle Schrei, den wir in dieser Szene hören, war nicht gespielt. Der Schrei war echt, denn Mortensen hat sich beim letzten Tritt zwei Zehen gebrochen. Es ist zwar schade, dass der Schauspieler so große Schmerzen hatte, aber seine Qualen haben seine Darstellung aufgewertet und zu einer der eindringlichsten Szenen der Serie geführt. And of course, you know, it was the best take, so it's actually in the movie. The moment that Viggo breaks his toes is there on screen. Nummer 5. Chrissy Watkins hat wirklich geschrien. Come in the water. Take it easy. Take it easy. Ein riesiger weißer Hai quälte sowohl die Menschen auf Amity Island als auch die Zuschauer auf der ganzen Welt. In der unvergesslichen Eröffnungsszene wird eine Schwimmerin namens Chrissy Watkins angegriffen und tödlich verwundet. Als sie unter Wasser gezogen wurde, war ihr markerschütternder Schrei so laut, dass viele glaubten, sie hätte wirkliche Schmerzen von dem Stunt. Aber zum Glück ging es ihr völlig gut. Wie sich herausstellte, wusste die Schauspielerin Susan Blackline nicht, wann ihre Figur Christine unters Wasser gezogen werden würde. Das machte ihren überraschenden Schrei zu einem organischen Schrei, der vielen Kinobesuchern Angst vorm Strand machte. Are you going to close the beaches? Yes, we are. Nummer 4. Tyler bekommt wirklich einen Schlag ab. You want me to hit you? That's right. What, like in the face? Surprise me. Bei einem Film, der Fight im Titel trägt, würde man erwarten, dass es während der 139-minütigen Laufzeit eine Menge Schlägereien gibt. Obwohl die meisten der Schlägereien inszeniert waren, war der denkwürdigste Schlag, den wir auf der Leinwand sahen, echt. Der erste Schlag, den Edward Norton während des ersten Kampfes seiner Figur landet, trifft tatsächlich Brad Pitts Ohr. Wir zucken zusammen und lachen, als der Schauspieler den schmerzhaften Schlag verkraftet. Hit me in the ear! Well, Jesus, I'm sorry. Ow! Christ! Why the ear, man? Norton sagte, David Fincher habe ihm gesagt, er solle richtig zuschlagen, aber Pitt hatte keine Ahnung, dass er das wirklich tun würde. Dieser improvisierte Schlag war ein großartiger Charaktermoment, der den Ton für die Gewalt und die Komödie angab, die die Zuschauer sehen würden. We should do this again sometime. Nummer 3. Die Aufstellungsszene sollte ernsthaft sein. Alright, you all know the drill. When your number is called, step forward and repeat the phrase you've been given. Understand? Dieser Thriller aus dem Jahr 1995 ist vor allem für zwei Dinge bekannt. Das überraschende Ende und die Szene bei der Gegenüberstellung. In dem Film landen fünf Männer in einer polizeilichen Gegenüberstellung, nachdem sie fälschlicherweise beschuldigt wurden, einen LKW entführt zu haben. Ursprünglich sollten sie den Polizisten ganz ernsthaft etwas vorlesen. Aber den Schauspielern fiel es schwer, einen klaren Kopf zu bewahren, weil Benicio del Toro während der Aufnahmen ständig in die Luft ging. Drehbuchautor Christopher McQuarrie lobte später den blähenden Moment des Schauspielers, nachdem er zugegeben hatte, dass er nie in seinem ursprünglichen Drehbuch enthalten war. Er war der Meinung, dass das Lachen der Gruppe während eines vermeintlich ernsten Ereignisses dazu beitrug, ein Gefühl der Kameradschaft zwischen den Hauptfiguren zu schaffen. Außerdem machte es aus einer Standardbesetzung eine unvergessliche Szene. Guys interested in any more work? We're always looking for extra work. We're on vacation. Nummer 2. DiCaprio verletzt sich bei Dreharbeiten an der Hand. Gentlemen, you have my curiosity, but now you have my attention. Es war schwer zu glauben, dass der sonst so charmante Leonardo DiCaprio in der Lage war, den brutalen und bösartigen Calvin Candy zu spielen. Er engagierte sich so sehr für die Darstellung dieses bösen und moralisch bankrotten Mannes, dass er für die Rolle sogar blutete. Während einer hitzigen Dinner-Szene schnitt sich DiCaprio beim heftigen Schlagen auf den Tisch an einem Glas. Lay your palms flat on that tabletop. If you lift those palms off that turtle shell tabletop, Mr. Pooch is gonna let loose with both barrels that sawed off.
Anstatt die Wunde zu behandeln, ging Leo weiter und ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Die blutige Schimpftirade war so beängstigend und authentisch, dass Tarantino sie in der endgültigen Fassung beibehielt. Obwohl Leo auf Kunstblut umstieg, als er direkt mit einem anderen Schauspieler interagierte, fühlte sich jeder Moment in dieser intensiven Szene durch seine anfängliche Verletzung echt an. To the man with the exceptional beard. Bevor wir zu Nummer 1 kommen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine unserer neuen Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Rücksichtsloser Fahrer führt zu ikonischer Linie. Obwohl Midnight Cowboy heute sehr bekannt ist, hatte der Film nur ein geringes Produktionsbudget. Die Crew konnte sich nicht einmal Statisten leisten, während sie eine belebte New Yorker Straße entlang liefen. Dustin Hoffman und John Voight liefen mit der Kamera in der Hand auf den Zebrastreifen zu. Ohne dass die Schauspieler es merkten, schoss das Taxi über die Ampel und traf fast Hoffman, der instinktiv rief. Die improvisierte Aufnahme war so gut, dass Regisseur John Schlesinger sie direkt in den Film einbaute. Es ist unmöglich zu zählen, wie viele andere Filme und Fernsehsendungen diese improvisierte Zeile nachgeahmt und referenziert haben. Ohne die Aktion eines flinken Taxifahrers hätten wir vielleicht nicht einen der besten Dialoge des Kinos. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Seht euch auch dieses Video von WatchMojo Deutschland an und stellt sicher, dass ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert habt, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.